Kapitel wird aufgeschlagen im traditionsreichen Bilderbuch des SV 98. Es war einmal ein Dreijahresplan. An dessen krönendem Ende sollte der Aufstieg in die dritte Liga stehen. Jetzt ist das Märchen bereits nach einem Jahr wahr geworden. Und verantwortlich Trainer Kostas Runjajić. Er hat die schlafende Lilie wachgeküsst. 18 Jahre, lange Jahre ohne Profifußball, jetzt sind sie wieder da. Die Männer ganz in Weiß beim Anstoß. Der VfL Osnabrück, abgestiegen aus der zweiten Liga mit einer U23-Mannschaft, rund erneuert. Und die Lilien zeigen gleich, was sie heute vorhaben. 15 Sekunden rollt der Ball schon durch ihre eigenen Reihen. Noch kein Ballkontakt seitens des Gastes aus Osnabrück. Kombinationsfußball übers gesamte Feld. Direkt nach dem Anstoß. Sascha Amstetter gibt den Ball auf die linke Seite. Immer noch kein Osnabrücker am Ball. Nochmal Amstetter. Und er sieht Stegmann. Und der wiederum sieht Rudi Hübner. Erste Gelegenheit. Noch nicht einmal 60 Sekunden gespielt. Und die Kulisse ist da. Intelligenter Ball von Amstetter auf Neuzugang Markus Stegmann. Und Rudi Hübner, Ex-Lilie von Wormatia Worms, zurückgekehrt hier ans Böllen-Falltor. Sie wollen hier das frühe Erfolgserlebnis. Das ist in jeder Aktion zu registrieren. Wieder Kombinationsfußball über Sascha Amstetter. Julian Rattay, ehemaliger Kapitän von 1860 München 2. Sascha Amstetter. Hübner und wieder die Lilien. Mit Power von den Rängen und mit Rudi Hübner. Dieser Mann hat heute Geburtstag, Uwe Fuchs, 45 Jahre alt. Nochmal 45, so alt, eben noch jung. Der Trainer vom VfL Osnabrück, herzlichen Glückwunsch. Der ist neu bei den Niedersachsen und sieht schon wieder die Gastgeber. Julian Rattay, Uwe Hesse. Dani Latza, Sascha Amstetter bekommt diesen Ball noch. Druck bleibt hoch seitens des SV 98. Fehler in der Viererkette genutzt hier von Rudi Hübner. Behält er jetzt die Nerven? Rudi Hübner zum Ersten, Rudi Hübner zum Zweiten. Das Ding immer noch heiß. Voll Power vom SV 98, aber immer noch kein Tor. 12 Minuten gespielt, die Lilien wie entfesselt. 7 neue in der ersten Elf und die integrieren sich hervorragend. Das ist Preston Zimmermann aus Mainz gekommen und schon wieder Gefahr für den Kasten von Manuel Riemann. Und einmal mehr einer der Protagonisten, Markus Stegmann. Der gemeinsam mit Rudi Hübner hier den Sturm bildet. Ballverlust von Latza und das ist Kevin Kampel. Kevin Kampel, das erste Lebenszeichen der Gäste. Aber im Tor des SV Darmstadt 98, da steht Jan Zimmermann, der Kapitän. Bisschen weit vom Kasten, aber dann gut reagiert Kevin Kampel. Zum Glück nicht genau genug gezielt. Gewonnener Kopfball im Mittelfeld, ganz wichtig. Sascha Amstetter wieder mit dem Auge für Stegmann. Immer noch steht es nur 0:0, viel mehr drin für seine Mannschaft. Nach diesem überfallartigen Fußball in der Anfangsphase der ersten Hälfte. Dann Osnabrück. Und gut, dass der Mittelstürmer auch Abwehraufgaben übernimmt. Markus Stegmann, das sehen wir hier. Wenn er diesen Ball nicht erwischt, dann ist er drin. Da lauert Gerrit Wegkamp, der 18-Jährige mit der 13. Gut aufgepasst vom Stürmer in der Abwehr. Drei Stationen, der Ball ist schon wieder bei Rudi Hübner.
mit festem Blick und lockerem Fuß. Schade. Wir sind schon in der 39. Minute. Der VfL Osnabrück kontert. Überbrückt jetzt schnell das Mittelfeld. Zimmermann überlaufen. Und diesmal Glück für die Lilien. Michael Gadowski, gekommen vom 1. FC Köln, 20 Jahre jung. Zu 0 nach 45 Minuten, die Lilien endlich wieder im Profifußball. Das ist schon mal was für die Familienfestplatte. Anstoß zur zweiten Hälfte in Violett, in Veilchenviolett. Osnabrück jetzt von links nach rechts. Und das ist Jan Zimmermann, Keeper des SV 98. Ähnliche Taktik wie zu Beginn der ersten Halbzeit. Zimmermann sucht sofort den Vorwärtsgang, bedient seine Kollegen in der Hälfte des VfL Osnabrück. Rudi Hübner, Stegmann, die beiden harmonieren so früh in der Saison hervorragend miteinander. 8000 Zuschauer bilden einen würdigen Rahmen für die Premiere der Saison des SV 98. Ballverlust hier, Sascha Amstetter, da lassen langsam verständlicherweise die Kräfte nach, aber dann Rückeroberung. Wieder ist es Uwe Hesse, aber niemand da vorne da, der diesen Ball gefährlich machen kann. Fehler beim Abwurf von Manuel Riemann. Sascha Amstetter, fast wird's gefährlich. Uwe Fuchs und Kostas Runjajic. Nach einer knappen Stunde, wer ist zufriedener? Schwer zu sehen. Die wollen beide hier den Sieg. Befreiungsschlag von Preston Zimmermann, misslungen. Kevin Campbell. Und dann Foul, begangen an Andreas Glockner. Von Fuad Brigasch. Gefahr. So zentral ein Freistoß für Jan Zimmermann, das weiß er auch. Es stehen vier in der Mauer. Und die reichen nicht. Riesenglück für die Lilien. In dieser 58. Minute fast das 1:0 für die Gäste. Nochmal Glück gehabt. Es steht zwar 0:0 torlos, aber die Partie bleibt weiter spannend. Kevin Campbell. Wieder Balleroberung der Lilien im Mittelfeld. Vorteil, richtig entschieden. Immer noch der SV 98, Sascha Amstetter. In dieser Phase wird es jetzt etwas fahriger auf beiden Seiten. Die Ballverluste, die Unkonzentriertheiten nehmen zu. Ein wenig flacht das Ganze jetzt ab. Und wir hüpfen in die 69. Minute. Einwurf Lilien. Und im Hintergrund lauert Dani Latzer. Mit neuem Schwung, 20 Minuten vor Ende der Partie, versuchen sie es nochmal, den VfL Osnabrück zu beeindrucken. Und das spürt auch der Trainer. Und er leidet mit. VfL Osnabrück könnte übrigens auch heißen Verein für Fahrstuhl-Light. In 10 Jahren, in den vergangenen 10 Jahren, viermal aufgestiegen und wieder abgestiegen Richtung zweite Liga und dann wieder in die dritte. Und Darmstadt 98, die wollen drinbleiben in dieser dritten Liga. Die wollen das 1:0. Und wieder war es Uwe Hesse. Er hat alles gegeben. Sascha Amstetter geht, verlässt nach 70 Minuten das Feld. Für ihn kommt ein Geburtstagskind. Auch hier herzlichen Glückwunsch. Benjamin Bayer hat sein Alter auf dem Rücken.
wird heute 23. Und der möchte ja nicht nur auf der Ersatzbank sitzen, der will sich auch empfehlen bei Kosta Runjajic. Und das macht man am besten, wenn man gute Szenen direkt nach der Einwechslung abliefert. Hier ist er, Benjamin Bayer. Ein 0:0 der hochspannenden Kategorie. Preston Zimmermann fast, aber nur fast, noch am Ball. Noch 13 Minuten. Ballverlust, Fuad Brigac. Hoffentlich wird das nicht bestraft. In der Mitte lauert der eingewechselte Fuad Idab Delay und der macht's klar. 1:0 für den VfL Osnabrück. Zu einem extrem ungünstigen Zeitpunkt. Ausgangspunkt der Fehler von Fuad Brigac. Hier nochmal, da darf er sich nicht einfach so abdrängen lassen. Und dann kommt auch Andreas Gebler zu spät. Bitter für den SV Darmstadt 98. Das muss man wohl auf die Rechnung setzen. Lehrgeld zahlen in der oberen Liga. Man kommt aus der vierten, ist jetzt in der dritten. Und dann gehört sowas wahrscheinlich dazu. Bitter ist es trotzdem und unnötig. Dem 45-jährigen Uwe Fuchs ist das in dieser Sekunde mit Sicherheit völlig egal. Dann Bilder, die wir nicht zeigen wollen, aber leider zeigen müssen. Randale auf beiden Seiten, die Polizei dazwischen und wir können weiter Fußball schauen. Zimmermann sucht jetzt den langen, weiten Weg, ist ja klar. Und die Lilien wollen das 1:1, sind hier noch längst nicht fertig mit Osnabrück. Der eingewechselte Henry, Onwo zu Rüke und ein Fehler von Manuel Riemann. Und wir können mal schauen, wie dieser Fehler zustande kommt. Ja, seine Mannschaft muss schon gegenhalten, sonst ist das hier das 1:1 ganz schnell fällig. Er guckt gegen die Sonne und deswegen die Unsicherheit bei Manuel Riemann. Hochspannung, die letzten Minuten. Riemann zeigt jetzt Nerven gegen Rudi Hübner. Bayer und der eingewechselte Cem Islamoglu. Das 1:1, es liegt in der Luft, aber es ist eben noch nicht erzielt. Wieder Ballgewinn nach Kopfball für die Lilien. Und nur noch hoch und weit weg auf Seiten des VfL Osnabrück. Jetzt ein Schnitzer, den kann man sich nicht erlauben. Alles denkt nach vorne, auch Jan Zimmermann. Wohin damit? Die Brechstange wird ausgepackt. Und Osnabrück versucht zu verteidigen, dieses wichtige 1:0, diesen Start in die Saison, der für beide Mannschaften natürlich ein erster Orientierungspunkt ist. Nochmal das gewonnene Kopfballduell, vielleicht noch eine Torgelegenheit. Osnabrück wirft sich jetzt in jeden Ball und die Lilien öffnen die eigene Deckung. Kosta Runjajic und dann ist Schluss. Gut gekämpft, am Ende unglücklich mit 0:1 verloren.